Ich unter Vorbehalt. So, Restart gibt's nach der Pistol. So eine sehr gewöhnliche Pistol von Maus. Die haben wir so schon auf jeden Fall mal gesehen. Schade, die HE geht ein bisschen ins Leere. So, Next lenkt da ein bisschen ab. Fischdruck sie. So, schöner erster Shot. Zweit macht er leider nicht. Trubel an kurz, glaube ich, gedroppt. Sehr schön von Next. Boah, schöne Runde von Next. Und der letzte der Herden. Mit so einer komischen Waffe. Mr. Ecotel von Aprox. Schnapper. Was macht er denn? Aber immerhin Trubel. Schöne Bacatas geschoben. Schöne erste Runde für Maus. Oben die Namen schlimm auch. Das geht doch schon mal gut los. Und ja, direkter Retry. Auf geht's. Tech 9. So, B-Contact. Aprox bekommt dann gleich das Tun. Proxy, der war noch in der Mitte, macht den ersten. Oh, Aprox zieht rum, macht... Oh, macht zwei. So, Next ist da. Geht kein weiteres Risiko ein, macht er gut. Proxy schon zur Stelle. Sollte den Bomblet vereiteln, macht er auch. Sehr gut. 2:0, easy peasy. Waffen sind noch nicht da bei Copenhagen Wolves. So, jetzt kommt der Stavros an. Oh, die AE kann sitzen. Boah, sehr schöne AE von Stavros. Extrem gut auch angesagt von Struxi wahrscheinlich in der Mitte. Schöner Support, SMF. Boah, schön rumgezogen von Trubel. Sehr gute Eco verteidigt, hätte ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Wo ich da nur Stavros an der Schräge gesehen habe. Aber die HE hat es auch gerissen. Aber das ist mal ein Start, den man sich hier wünscht. Und der Nico wieder mit AWP hat er vorhin auf Nuke relativ gut getroffen damit. Ich hoffe, das macht er sich natürlich nicht. So ein ganz gewöhnliches Bild bei Maus. Lang aggressiv. Trubel spottet auch kurz. Struxi Base. Nex und Aprox zusammen am B. Da hat Nex auf jeden Fall die erste Smoke geworfen. Aprox die zweite. Trubel hat da schon ein bisschen Hits kassiert. Muss sich da zurückziehen. Aber es geht Mitte raus. Nex 1. Schade, kein Zweiten und Aprox wieder am Tor. Was machen die denn da? Wahnsinn. Und der Mittelspieler kann super abfacken. Aber die Retake werden sie nie im Leben schaffen können, oder? Naja. Also... mich immer noch mal wiederholen. Trouble meint ja, dass sie Mittel haben gegen B-Splits. Aber ganz ehrlich, so hält man kein B-Split auf. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen, wie sie das einmal vernünftig gemacht haben. Aprox ist da immer im Loch und kann dann halt nichts machen. Ich weiß es nicht so richtig, was der Gedanke dahinter ist. Es wäre irgendwie vernünftig, wenn sie sich beide auf die Mitte dann erstmal konzentrieren und B auf Retake spielen. Aber so richtig... Ich meine, die Ghosts kommen auch immer ziemlich plötzlich. Darf man natürlich auch nicht vergessen. So, kein Hit da gegeben. Boah, lange ist direkt raus. Boah, Stavros sieht wieder was. Boah, macht den ersten. Da ist eine Grube. Trubel muss aufpassen. Nein. Der hätte die Ansage nicht gekriegt.
So, beide pushen Mitte. Sehr schön Move. Refrag auch direkt zur Stelle. 2 gegen 2 Situation. Beide auf A. Ne, ist nach lang sogar hinten. Also noch eine bessere Ausgangslage jetzt für Maus. So, jetzt vielleicht einen schnellen Retake. Die E sitzt leider nicht. Und da sterben sie beide instant. Nein! Ich glaube, Strux, sie sollte da... Ich meine, Apox hatte den Flash. Er hätte lang gegenflächen müssen. Strux, sie läuft auf Spot. Und dann haben sie eine bessere Ausgangslage. So war es einfach, fand ich, verkehrt von Strux gespielt. Er hätte da mit vor müssen, vorgemusst. Also entweder direkt am Anfang, dass sie gar nicht erst lang durchkommen. Oder halt jetzt am Ende mehr Gas geben. Weil er kann ja dann nicht wirklich einen Reflex machen. Die T's könnte einfach so krass ausmoven. Travelion Star Wars er lang anscheinend rausgepusht. Kommt jetzt über Cutters. Der Pundela die Steps gleich hört. Natürlich bitte, dass jetzt direkt schon der Ausgleich da ist. Boah. Alter, schöne Headshots. So, Geld ist wieder da. Zumindest reicht's für Farmers. M4s. Nico legt nicht direkt mit an, legt lang an. So, bekommt keinen Hit. Star Wars wird allein gelassen. Also wieder der normale Aufbau bei Maus. Und kurz schon sehr weit vorn. Einer nach Cutters. Der deckt nur da hinten ab und Huntela kommt dann von hinten. Also gibt einen ganz klassischen A-Split. So, da wird Base gedroppt. Struxi, pass Base auf. Hä? Ach, der läuft der Schräge hoch. Trouble gestorben. Star Wars deckt noch lang ab und Struxi gestorben an der Schräge. Nein. Oh, wenigstens gewinnt Star Wars das Duell. Boah, schön. Jetzt vielleicht doch nochmal die Chance, den Retake zu starten. Was sie auch tun. Och, Mann, wenn Aprox den Flex setzen würde. Ah, jetzt kann Nexus eigentlich auch vergessen, aber quasi auch egal, ob er jetzt hier stirbt oder nicht. Müssen eh sparen. Boah, schön! Auf geht's jetzt. Gegen Glaive. Oh, er hat kein Kit. GG. Ja, ich werf doch wenigstens nochmal die HE oder so. So bitter, dass er jetzt einen Kit hat. Oh. 4 Runden in Folge somit für die Wolves. Aber was für knappe Runden. Oh, vielleicht kann Nexa was mit der Waffe reißen. Oh, schade. Schnell Gasen am Lang. Mit Gas an Lang. Sehr schön. Star Wars auch irgendwie so ein First Fact Garant. Und zack, ist es auf einmal ein 3 gegen 3. Zwei haben jetzt eine Waffe. Nex hat noch Equipment. Gar nicht so eine schlechte Ausgangslage, jetzt die Runde zu holen. Oh, vom Timing reicht es aber nicht mehr. Apox macht immer noch ein bisschen Schaden. Die HE, die könnte jetzt vielleicht sitzen. Ne, macht nichts. So, Nex. Sie brauchen Nex. Da hat aber noch vermutet, dass es lang was ist. Ach, das. Komplett. So gewinnst du halt den Retake da nicht.
Next hat er nach Ewigkeiten nach hinten gedeckt. Zumal er die wichtige, die Key Person quasi war. Mit den Granaten. Und auch hier wieder, wenn sie schnell lang blocken, dann schießen sie die da alle um. Aber wenn sie auf Spot kommen, legen lassen, etc. Der Retake einfach super schwer. Mal schauen, ob wir da noch eine AWP sehen bei Aprox. Ich habe jetzt noch nicht drauf geachtet. Ne, ist noch keine Stille. Schau, will jetzt allein anlangen. Schönes Smoke über Wande. So, wieder geht's über kurz. Schöne Joker-Posi von Star Wars. Und guck noch, wie Struck sie zählt. Er hat nur, dass kein T hochläuft. Oh, aber es geht mit raus. Was Aprox und Nex. So, sehr schön für Nex. Und Aprox pusht mit raus, das ist genau das, was ich gesagt habe. Next macht die Frags, Aprox aber schon wieder gestorben. Also, Schnapper sieht immer bei dem B-Split schlecht aus. Aber wenigstens die Überzahl durch Next Einzelaktion. So, Retake auch bei Cutters zu zweit. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und Next macht jetzt sogar noch ein Cut. Nicht euer Ernst, oder? Schön, Next vielleicht mit dem Ace. Komm, hol's hier. Nein, Trouble, nimmt's ihm. Boah, aber souveräne. Ja, das ist jetzt auch 80% des Teams getötet. Geile Runde von Next. Bringt auch AWP mit. Die Struck, sie nimmt. Maus bleibt somit dran. Extrem wichtig. Oh, und direkt Eco bei Wolfs. Auch super, dass sie jetzt lang außerhalb decken. Uiuiui. Schock. Das ist so scheißtypisch. Krass. Dann verlieren sie die Eco. Oder auch nicht. Oh, er hat ein Kit. Oh Gott, er gewinnt. Alter. Was machen die denn da bitte? Oh, Sabros gewinnt echt noch die Runde. Alter, was ein Dusel für Maus. Wahnsinn. Glück kein Hit. Wolfs baut ein bisschen um. Schneller Bego. Boah, Next mit Headshot durch die Wand. Aprox! Jetzt kriegt den noch mal kaputt, Mann. Alter, wie viel Zeit er braucht noch hat, gegen zu flashen. Boah, schon wieder Next. Wenigstens hat Aprox mal ein bisschen Schaden auch ausgeteilt. Die restlichen Spieler sind auch da. Bubbel macht Cutters dicht. Sind drauf. Keiner der Cutters, glaube ich, gerade so richtig. So, Trubel verrät sich da. So, die Bombe wird noch nicht gelegt. Die HE hat natürlich gerade nicht allzu gut gesessen. Übrigens nochmal, muss ich mich korrigieren. Einer hat mir vorhin gesagt, dass HEs in Go nicht durch eine Wand Schaden machen. Wegen dieser Aktion da vorhin oben am Haus. Somit auch wieder was gelernt. So, Maus macht es komplett richtig. Haben da gewartet, bis die Bombe gelegt wird. Und Travel 1 gegen 1 gegen Glaive. Er weiß genau, wo er ist. Er hat das Kit. Rubel! Schön! Mit 7 HP gewinnt er das 1 gegen 1. Und da hat man genau gesehen, Maus hat sich gesagt, sobald die Bombe gelegt wird, spielen wir den Retake.
Aber da war ein gutes Lenkrad dabei bei dem Spieler, der da auf Habesha geaimt hat. Aber was heißt geaimt? Drumherum geaimt. Maus aber wieder mit der Führung. Nico wieder mit Abe. Diesmal mit Stuffers wieder. Also wieder der Standardaufbau bei Maus. Next wahrscheinlich gleich wieder ein bisschen am Ablenken. So, ach. Stuffers hat diese Smoke drauf. Apox und Struxi gleich. Ganz wichtig. Aber bei den Wolves haben wir auch vorhin schon so einen schnellen Go dann, also so einen plötzlichen Go über B gesehen. Wo sind aber noch Mitte? So, sieht echt nach B aus. So, unten rechts sind zwei. Strux ja auch noch da. Next. So, aber nee, kein Fake. Sie schieben nochmal bei Cutters. Einer schon raus. Boah, schöner Schuss von Aprox. Hat noch 13 Schuss. 11. Boah, schade, aber richtig viel Schaden. Schaut euch die HP an. 22, 7. Sehr schön. Oh, die Runde können sie eigentlich fast nicht mehr abgeben. Boah, wie low die TS alle sind. Und sie warten gerade auf Trubel. Bis er bei Katas kommt. Wichtig ist gegen Nico. Boah, Nico gewinnt's. Nein! So unnötig. So unnötig. Nico entscheidet da die Runde, indem er den Frag Cutter setzt. Aber warum schießen die denn nicht mal die Low-Spieler da kaputt? Mann, Mann, Mann. Maus muss Eco einlegen. So, bitte geht's raus. Vier Mann schon an Struxi vorbei. Struxi mit dem ersten. Und Next vielleicht auch noch einen. Und wo ist Aprox? Kann das unten? Schade. So eine RWP gekommen. Warum saved er die nicht? Schade. Aber schöne knappe Runde. So, Habesha wollte ich zeigen. Lol. Guck mal, der Zoom. Ich habe den Zoom von der AWP mitgenommen. Egal, das hier ist Habesha. Da das Eck. Aus N6 zumindest. So benannt wurden. Diesmal ein bisschen kleine Umstellung bei Maus. Struxi an kurz mit da. Zusammen mit Stavros, der dort spottet. Nettes Doppel auf jeden Fall. Es scheint aber wieder B zu gehen. Aber Aprox hat das mittlerweile. Vorhin hat er das ganz gut gemacht. Next sowieso sau stark. Sieht aber nach einem Fake aus. Erst einmal, dass Wolfs das auspackt. Ne. Geht direkt über Mitte. So, jetzt sind sie beide auf dem Haufen. Das ist natürlich nicht so gut. So, was macht Struxi? Kann da im Loch auch nichts mehr aufhalten. Bei dem bin ich schon gestorben. Oh, wieder richtig low. Alle Spieler. 2 HP der Herden. Boah, jetzt eine gute Molly oder eine HE. Und was auffällt, Trubel schiebt immer über Cutters.
Boah, der nicht kaputt geht. Aber links neben dir. Boah. 2 gegen 2. Zeit tickt, 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 tickt. Schön. Aber er hat kein Kit. Er pickt ein Kit. Boah, ob das reicht. Nein, es reicht nicht. Diese ekelhafte Go-Bombe. Oh Mann, wie knapp das war. Somit geht die Halbzeit schon mal an die Wolves. Oh, und sie haben so wenig Geld jetzt. Das könnte sogar aus 9-6 werden. Mann, Mann, Mann. Und das, obwohl man die Pistole gewonnen hat. Mal abwarten, was sie als Tee hier aufs Parkett legen. Und Lang wird kurz angerannt. Kurz wieder eingenommen von den Tees. 2 noch an Lang. Boah, Abhox mit Balls of Steel. So, wird aber von Herden abgedeckt. Hat Abhox auch gerade keinen Plan gehabt, von wo er attacked wird. Boah, Herz hat sich nochmal versucht. Oh, Trubel pusht lang. Der T ist richtig weit hinten. Ich dachte nur 11 HP, ist das der Hundela? Das ist er tatsächlich. Auch wieder bitter, dass er nicht stirbt. Aber nur noch Struck sie jetzt da. Trubel über Mitte. Boah, kriegt auch direkt die Shots. Keine Chance jetzt für Struck, sie nur mit USP und einem Flash. Boah, schöner Schuss. Krasse 5-Runde nochmal am Ende von den Copenhagen Wolves, von den Dänen. Aber eine sehr, sehr spannende erste Halbzeit. Ein schönes Hin und Her. Leider mit zu wenigen Runden bei Maus. So, Pistol auch direkt live. Keine großartige Pause hier zwischendrin. Auch Wolves, ich bin da kurz was Aggressives. Trouble mit dem Duell dann lang. Star Wars jetzt kurz durch. Boah, schöner Schuss. Und den zweiten. Boah, sauber. Den zweiten macht er auch. Den dritten vielleicht noch. Nein, der nimmt auch 2 mit. Was ist denn hier los? Der folgt eine krasse Szene auf die andere. So, 2 werden über kurz kommen. Einer Mitte vielleicht. Jetzt einfach safe runterspielen. Sie gut Schaden bekommen. Schöne Flashes. Aber Maus hält das ganz gut bisher. Super gestanden von Abhox. Jetzt 1 gegen 1. Auf geht's, Schnapper. Schnapp ihn dir. 20 Schappi. Nein! Was lacken die denn aber heute auch rum? Die Dänen. Krass. Ach, Mann, ey. Pistol wäre so wichtig gewesen, um wieder ihr aufschließen zu können zum 9-9. Jetzt gibt man die Runde ab. Aber meiner Meinung nach auch wieder unnötig von Abhox, da das Duell eingegangen, nachdem er gemerkt hat, also nachdem er ihn nicht getötet hat. Ist ja gut, dass er ihn. Er hat ja den Vorteil, das ist ja okay, aber wo er gemerkt hat, dass er ihn nicht killt, dann muss er einfach nochmal weg, ihn irgendwie versuchen auszumoven. Versuchen, Zeit rauszuholen, irgendwas. Das einzige, als hätte er gewinnen müssen. Somit 11-6. Aber Bombe wurde gelegt, somit können sie jetzt immerhin schon mal kaufen. Aufgesetzt. Comeback hinlegen. Zwei direkt. Boah! Schön von Struxi. Nächste B ab. Ist
Da was mit der Bombe, Trubel an lang, wie man es kennt. Aber wird immer noch zu zweit gedeckt. Einer unten an der Kiste. Herden, ey. Hat er seine Schafe zusammengerafft, um den Flektor zu setzen. Durch die Smoke. Es ist natürlich zu dritt am A. Ach, schade, dass es kein Headshot war. Nein, das hat probably auch noch 7 HP. Vielleicht. Aber vielleicht der Weg zum B. Sehr gut. Mitte jetzt raus. Next Drunk. Boah, Next hat er für meinen Geschmack. Ist er zu früh raufgegangen? So, jetzt müssen sie den B-Spieler töten. Der darf keinen mehr machen. Boah, boah. Krass. Jumbly kriegt den Headshot von Cutters. Unglaublich wichtiger Shot. Und beide, aber im Retake schon über Kantor. Trubel muss helfen, hat nur noch 7 HP. Apox muss einen mitnehmen noch. Apox in 2. Macht keinen. 12 zu 6. Mann, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wahnsinn. Die Runden gehen teilweise so gut los. Natürlich auch ein bisschen Pech vielleicht dabei dann. So, jetzt noch eine Ego, da ist jetzt 13-6. Natürlich immer noch alles drin. Weil die Wolves sind jetzt hier nicht übermächtig oder so. Maus schlägt sich mal wieder größtenteils selbst. Wie gesagt, mit der Pistole wird es 9-9 stehen. Und nicht 12-6. Und halt 11-6 vorhin. Aber 3 gegen 3. So, Zeit tickt jetzt gegen die Wolves. 2 HP bei Herden. Glaive über lang. Apox, schöne Gammelposi. Jetzt beide an kurz. Boah, schön! Nice! Auf geht's. Jetzt nur noch Glaive. Gegen 3. Mit Kit. Schönes Pre-Aim. Willst du mich verarschen? Was machen die? Alter! Die können doch nicht den Diffusen. Oh, die können den nicht diffusen lassen. Alter, die Runde war doch so gewonnen. Die war so gewonnen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also jetzt brauchen wir echt nichts mehr sagen. Maus schlägt sich selbst. Es ist. Ja. Mir fehlen die Worte. Trotzdem noch alles drin. 13-6. Sie wirft da gleich eine Flash. Da was Apox. Nehmen da kurz ein. Tut wieder allein über lang. Gut, hat verzögert kommen. Ah, vielleicht wieder der Go über Mitte. Next deckt da noch Cutters auf. Ja, ab, ja. Mitte geht's raus. Apox ist da an vorderster Front. Kann den ersten setzen. So, Plateau, seht ihr die Waffe doch? Da sieht man den Lauf. Struck sie verschießt. Oh, zum Glück ist Next da. So, King hat auch noch eine Mitte gemacht. Nur noch Hundela. Also, es geht doch. Oder halt nicht. Also jede Überzahlsituation ist heute eine gefühlte Unterzahlsituation für Maus. Och, aber zumindest hittet Struxi den Frag mal. Den Schuss. Erste T-Runde.
13 zu 7. Und jetzt bitte mal einen kleinen Run hinlegen. Und schaut euch mal das Geld an. Das war natürlich die ganzen scheiß knappen Runden, die Maus natürlich auch hätte gewinnen müssen. Ich spiele natürlich auch jetzt ins Geld rein. Zwinger Wolfs direkt dazu, eine Eco einzulegen. Also wie gesagt, das Spiel ist natürlich noch drin. Allein vom Geld her. Wenn sie sich jetzt einen guten Vorteil aufbauen. Mein Strux, sie hat noch 8k, Nex 5k. Maus sollte hier immer relativ gut equipped sein. Aber wie der Fels gefangen? Schöner Rage. Reflex von Aprox. Boah, jetzt ist er von einer Kante. Boah, schön von Zaros. Also manchmal geben sie so nette Shots immer. So, Nico, kann er mit der USP auch so viel machen wie mit AWP? Nope. Keinen einzigen Herden noch vom Tor. Glaive braucht er noch ein bisschen. Strux hat den direkt gemacht. Am Schlitz gezielt. Und jetzt einfach mal keine Waffe noch verlieren und das wäre dann eine super Eco. Super Anti-Eco. So, achte Runde. So, noch eine Eco bei den Wolves. Sehr schön. Also Maus jetzt auch langsam... kratzt ja langsam am zweistelligen Score. Ich habe Pose von Trubel auch. Da am langen Abdecken. Natürlich auch ein gefährlicher Posi, wenn da eine Flash drüber kommt. So zieht sich ja zu seinen Mates zurück. Und sie entscheiden sich wieder B zu gehen. Und die Ansage ist gut. Nur einer hinten am Plateau. Oh ne, auf dem Spot sogar. CD ist schon da, Struxi. Was für ein TB ist geholt? So schöne Smoke in die Cutters. Dann die Cutters. Nix auch macht's gut, duckt sich. Aprox gibt ihm da die Info, dass sie zielen können. Natürlich extrem wichtig, weil sie auch die AWP haben. Bei Hundela. Und der ist auch schon ganz weit weg. Das ist natürlich bitter, dass man jetzt die AWP verliert. Ah, dass man jetzt Katas weggeht, erachte ich ein bisschen als Fehler. Warum denn dorthin gehen, wo vorher die Gegner waren? Das war gerade nicht gut. Das ist auf jeden Fall noch, das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Solche Entscheidungen. So, Glaive hat sogar die AWP behalten. Gibt's hier nicht mal... Ah, oh, man spielt Doppel-AWP. Oh, krass. Schöner Move von Wolves, kann man nichts anderes sagen. So, ein bisschen anderer Aufbau bei Maus gewesen gerade. Trubel deckt nicht lange, war direkt mit den Cutters. Natürlich bitter jetzt der Fürstig, aber beide AWPs haben schon über 50 Schaden bekommen. Oder insgesamt hat man hier schon 100 Damage ausgeteilt. Staphos diesmal auch derjenige, der über lang kommt. Der spielt ein bisschen anders natürlich. Schiebt jetzt schon weg. Oh, ein kleiner Tower. Für Trubel. Von Aprox. Nein! Oh, wieder. Schaut euch die AP an. Oh.
Komm, das können sie sogar noch machen. Fats. Eins. City Base. Wie low ist der? Wer weiß es nicht. Selbst Upbox kann das... Ah, die Bombe nicht. Wo liegt die denn? Ich sehe sie nicht. Oh, 20 Sekunden. Wo ist die scheiß Bombe, Mann? Oh, jetzt wurde er, glaube ich, gesehen auch von kurz. Nee, wurde nicht. Boah, ich habe keine Ahnung, wo die Bombe ist. Und ich glaube, ab... Da ist sie. 10 Sekunden. Ah, das dauert zu lang. Das hat zu lang gedauert. Wird nicht mehr zum Planten kommen. Nope. Keine Chance. 14 Runde für die Wolves. Schade, schade, schade. Aber schaut euch an, wie low die schon wieder sind. Das ist so bitter. Das Spiel. Das könnte halt komplett andersrum aussehen. Also der Score könnte komplett andersrum sein. So, zum Glück keine Doppel-AWPs mehr. Auch schön, dass Trubel sich der Struck sie kurz holt. Vielleicht läuft ihm der... Nee, vorhin ist eben ja rein... Also wäre eben quasi reingelaufen. Boah. Sowas hasse ich ja. Kopf-Headshot aus dem Nichts. Aus der Hölle. Auf Doom. And Darkness. Oh, schon wieder. Oh, wichtig, dann Refract zu setzen. So, der Kurzsplit... Jetzt schöne Granaten einfach. Das verstehe ich halt nicht. Next immer weit weg. Wenn sie den Go schnell spielen würden. Ah, sie haben. Sie haben ja eigentlich noch das Equipment. Deswegen verstehe ich das nicht. Da gegen zwei sie einfach zu überrennen. Das kassieren sie schon wieder. Und gegen Mitte. Sehr schön. Upbox vielleicht gegen B. Nein, da ist Next einen Ticken zu früh umgezogen. Und Strux über Katas. Upbox muss den Frag setzen. Und der CD ist schön rausgepusht aus dem Loch. Ach, schön, war halb Becher. So, die Runde ist jetzt drin. Die müssen sie holen. Und die Zeit läuft ab. Es ist die Hölle. Es ist unfassbar. Man könnte eigentlich oben schreiben, Mauswurz gegen Mauswurz. Denn sie werden hier nicht von C-Play geschlagen, sie werden von sich selbst geschlagen. Natürlich werden das die ganzen Hater wieder anders sehen, aber... Ich finde, Maus hätte eigentlich einen guten Job gemacht, wenn sie diese Key-Rounds gewinnen würden. Dann würden sie so ein Spiel locker nach Hause fahren. So, also eventuell die letzte Runde. Ein Draw würde ich mir natürlich jetzt noch wünschen. So, die Smoke. Die Flecht, glaube ich. Boah, die AE. Diesmal fängt Maus den Schaden. Dann wieder so gegammelt. Sollen wir wieder B rausgehen? So, sehr schön. Jetzt fällt mal der Fleck. Wo sind die Flächen drüber? Oh, da fehlt aber irgendwie die Fläche drüber. So, 2 gegen 3. Eigentlich noch drin. CTs haben aber noch so viele Flashes. Wenn sie jetzt einfach einen schnellen Retake probieren würden, bin ich mir sicher, dass sie es machen. So, Maus entscheidet sich aber, auf Frag zu gehen. Boah, schade. Aber gut Schaden an Hundela gemacht. Boah, gute Entscheidung eigentlich. Sehr schön, Struxi jetzt 1 gegen 1 gegen Glaive. Und er ist schon auf Spot. Struxi macht das langsam, Junge. Bombe ist gelegt. Lol? Geh weg! Geh doch weg! Ach,
Mann! 16-9 kassiert hier Maus. Also kassiert ist es ja nicht, aber verliert hier Maus. So scheiß unnötig. So scheiß unnötig. Ich hoffe, ihr seht es auch so. GG. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Mausspiele. Denn eigentlich hätten sie das Spiel gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Oh. Nun gut.